Gut, wir sind wieder bei linearen Funktionen und wir machen Praxisbeispiele. Und zwar ist Folgendes gegeben. Ich schaue auf meine Stromrechnung und sage, ich habe 100 Kilowattstunden verbraucht, das ist nicht viel, und ich habe dafür 30 Euro bezahlt. Dann habe ich im nächsten Monat, da war ich nämlich gar nicht zu Hause, habe ich bloß ein paar Sachen laufen lassen, habe ich 30 Kilowattstunden bezahlt und habe dafür 14,60 € bezahlt. 30 und 100, naja, ungefähr das Dreifache. Ich habe aber hier nicht das Dreifache bezahlt. Also geht es um die Grundgebühr, die zu ermitteln mit Hilfe von linearen Funktionen. Das ist heute unser Problem und Thema. Wir machen das mal wie folgt. Wir versuchen mal eine Funktionsgleichung dafür aufzustellen. Aber das sollten wir erstmal grafisch tun. Und das machen wir mal ganz schnell mit einem Mini-Diagramm. Und zwar haben wir hier X- und Y-Achse, aber wir sagen nicht X und Y dazu, sondern wir sagen, in diesem Fall ist das der Preis, angegeben in Euro. Und das hier ist in diesem Fall die Arbeit, die Energie in Kilowattstunden. So, jetzt haben wir ja zwei Punkte, die wir festlegen können, nämlich das ist das eine Pärchen, 100 Kilowattstunden und 30 Euro. Ne? Wenn wir sowieso keine höheren Werte haben, dann machen wir es so. 30, 60, 90 und ein bisschen höher. Okay, wenn wir dann 100 noch unterkriegen, also hier wären 90 Kilowattstunden. Und da wir dafür 30 Euro bezahlt haben, sagen wir, okay, hier ist eine 10, 20, 30 Euro. Also, unser erstes Zahlenpärchen ist hier. Werden wir hier einmalen. Wir haben gesagt, 90, also ein bisschen mehr hier. Müsste der entsprechende Punkt sein. Nehmen wir den anderen Punkt. 30 Kilowattstunden und 14,60 €. Also, wenn das 10 sind, das 20, dann ist hier in der Mitte ungefähr 15. Was habe ich gesagt? So ein Blödsinn. Nochmal. Ich hab die Achsen falsch bezeichnet. Ich sage extra noch hier. So, ich habe hier 30. Na. Und hier habe ich natürlich nicht 10 Kilowattstunden, sondern hier habe ich 30 Kilowattstunden. Hier habe ich entsprechend 90. So, und jetzt gucken wir nochmal unser Pärchen einmalen. Also, 100 Kilowattstunden, wir gehen nach rechts und zahlen dafür glatte 30 Euro. Also ein bisschen weiter rechts als die 90 da ist. Und jetzt haben wir unseren ersten Punkt. Jetzt kommt der zweite Punkt. Wir haben 30 Kilowattstunden verbraucht und zahlen dafür 14,60 €. 10, 20, 30, also hier in der Mitte irgendwo, ist der zweite Punkt. Das wäre der zweite Punkt, den wir eingemalt haben. Und jetzt sehen wir was, wenn ich das verbinde jetzt hier, dann sehen wir, dass dieser Graph dementsprechend auf keinen Fall durch den Nullpunkt geht. Und es geht letzten Endes hier um diesen Punkt. Das ist unsere Grundgebühr. Da ist P0. So, jetzt schätzen wir mal vorher, wie viel P0 betragen sollte. Wenn das hier 10 sind, dann ist das vielleicht ein bisschen mehr an 10 dran. Sagen wir, vielleicht 7 Euro. Einverstanden? Irgendwelche Fragen bis dahin? Ich mache mal kurz Pause. Jetzt müssen wir unsere Funktionen dafür aufstellen. Wenn man sagt, naja, ich habe hier entsprechende Zahlenpärchen. Wir wissen ja, dass letzten Endes die allgemeine lineare Funktionsform f von x ist mx plus n heißt. M mal x plus n. Das nehme ich mir zu Hilfe, indem ich sage, diese allgemeine Form, die wandle ich jetzt um. Und zwar heißt hier unten das W eigentlich sonst x und das P, der Preis, ist sonst f von x, f, also irgendwie auf der linken Seite stehen. Was machen wir jetzt? Ganz einfach. Wenn wir sagen, x schreiben wir nicht, dann schreiben wir was hin? Dann schreiben wir W hin. Plus, tja, n, sagen wir sonst zu unserem Y-Achsenabschnitt, wie sagen wir jetzt dazu? P0, na klar. Und jetzt kommen wir auf der anderen Seite dazu. Dann ist der Preis ja davon abhängig, wie viel ich verbraucht habe. Ne? Also, genau, P von W. So haben wir die ganze Sache auf einen Schlag übersetzt. Aber jetzt müssen wir nochmal an unser M ran, ne, an unseren Anstieg. Und jetzt gibt es eine Möglichkeit. Wir wissen ja, wir können es auszählen, aber das wird hier ein bisschen blöd. Also nochmal zum Anstieg. Der ist ja hier versteckt. Ich mach mal so.
Ich gehe ein Stückchen nach rechts und erreiche in diesem Fall etwas nach oben. Wie weit bin ich von hier bis da, bis zur 100 nach rechts gegangen? Das kann ich unter dem Bruchstrich schreiben. Das kann man in diesem Fall im Kopf. Von hier bis da, wie weit war das? Von 30 bis 100? Na, 70 Kilowattstunden. Okay, 70 Kilowattstunden. Und jetzt kommt das, was ich dadurch gewonnen habe. Ich war hier bei 14,60 Euro und bin hier bei 30 Euro gelandet. Also, wie viel habe ich praktisch an Höhe dazu gewonnen? Von 14,60 Euro bis 30? Glatt? 15,40. 15,40, einverstanden? Ja. Na gut. 15,4 Euro. Jetzt habe ich schon meine Formel. Eigentlich bin ich schon beinahe fertig. Jetzt muss ich aber letzten Endes, das ist noch nicht ganz richtig, ich muss ja P0 rauskriegen. Und wie machen wir das? Ganz einfach umstellen nach allen Regeln der Kunst. Ich mache dazu mal Pause und das macht ihr mal und legt mal los. Aber Moment mal, rechnen kann ich mit diesem allgemeinen Ausdruck P von W noch nicht. Da müssen wir noch was machen. Den Tipp gebe ich mal schon. So, wir kommen jetzt hier noch nicht ganz weiter, denn wir müssen hier konkrete Werte einsetzen, sonst können wir hier nicht rechnen. Aber wir haben ja gesagt, wir haben hier ziemlich schöne Punkte, nämlich das ist der obere. Mache ich mal den anderen grün, damit wir das besser sehen. Und das wäre der untere. Ich nehme den oberen jetzt, weil der glattere Werte hat, kann man besser mit rechnen und setze das ein. Pause und ihr macht es zu Hause, weil sich es reimt. Genau, ich habe hier oben diese Werte genommen. Hier diese Werte hier. Den Wert habe ich hier eingesetzt. Und die 100 Kilowattstunden habe ich hier eingesetzt. Denn das entspricht ja meinem W. Und das entspricht meinem Preis. So, und jetzt wird gerechnet. So, wir haben das rausgekriegt. Also, wenn man jetzt hier kürzt wie so ein Teufel, 154, also 15,4 mal 10 ist 154, deswegen haben wir das Komma weggestrichen. Und dann bleibt hier unten noch eine 7 übrig. 154 geht durch 7, das ist 22. Die Euro, die bleiben noch stehen, ne? Die bleiben noch da. Die 22 ist noch da, durch 1. Und jetzt sauber hingeschrieben, sieht man deutlicher, was man machen muss. Und 8 Euro ist dann, das stimmt mit unserem Schätzwert überein, P0. Gibt es bis dahin Fragen? So, das Video halten wir mal an der Stelle an. Es geht dann im nächsten Video weiter. Ich werde das praktisch hier wieder mit so einem Verweis machen. Ne? Also das geht dann besser. So, wie gesagt, Video an der Stelle dicht. Im nächsten geht es weiter, haben wir wieder ein nächstes Praxisbeispiel.